Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge unserer Black Widow Challenge. Im vergangenen Part haben wir uns wieder jemanden aufgerissen, unseren Schneuzi, den Kentaro. Und es hat ein bisschen gedauert, aber am Ende hat es doch funktioniert. Wir haben von ihm am Ende ein Knutschi bekommen, Freunde. Und am Ende des Parts haben wir dann noch versucht, die Beziehung zwischen Mona und Eva ein bisschen zu kitten. Denn die beiden tragen ja dann noch ein paar Altlasten mit sich rum. Wir schauen mal, dass die beiden heute noch ein bisschen miteinander reden. Ganz aus der Welt schaffen können wir die Vergangenheit ja nicht und die Mona, die wird sich ja auch nicht wirklich ändern, ne? Die wird ja weiterhin abhauen und man hat es ja im letzten Part auch gesehen, sie kümmert sich nicht um ihr Kind. Die Eva kümmert sich ja größtenteils ums Kind und ja, da sind auch Dinge passiert, ne, Freunde? Das haben wir auch nicht ganz verstanden, warum die Eva da mit dem Yaro abgehauen ist und den einfach in den See schmeißen wollte. Also, weiß nicht, die sind beide nicht ganz so fein, ne? Ja, und dann lasst uns doch auch direkt reinstarten. So, da ist er, unser kleiner Scheißer. Stinkt und ist traurig und hat immer noch rote Augen, Freunde. Also, Mona, du stehst ja gerade da, sah sie. Die fühlt sich richtig gut, weil sie rumgeknutscht hat. Dann wechsel doch mal die Windel. Guck mal, du kannst ihm mal ein Schaumbad geben. Das Kind hat ja noch nie Wasser gesehen, ne? Wurde ja noch nie gewaschen. Oh, was steht denn hier? Sonnig? Schwache Blutlinie. Die Eltern dieses Sims besitzen keine Blutlinie-Merkmale. Sims mit dem Merkmal schwache Blutlinie erhalten einen zusätzlichen Talentpunkt auf jeden Magierrang. Außerdem steigt ihre Magiererfahrung schneller an und sie sind zu 10% weniger anfällig für Überladung. Komisch. So, wo seid ihr denn? Ich will euch zugucken. Oh Gott, was ist das denn für ein Ei? Und jetzt ist er verspielt. Da immerhin. Ich weiß auch nicht, was genau wir uns da ranziehen, ne? Sieht einfach aus wie so ein böser Magier. Eigentlich hatte ich mit dem was ganz anderes vor. Guckt mal, er hat schon lachen gelernt. Er hat Gurren gelernt. Zum ersten Mal gelächelt. Also die sind schon süß hier unten, die Symbole, ne? Brabbeln gelernt. Oh, er wurde geboren. Tier adoptiert. Okay, aber das hatten wir schon vorher. Zeh in den Mund stecken. Ist das süß. Ausstrecken des Arms gelernt. Greifen gelernt. Okay, das ist schon echt süß, ne? Meilenstein, erstes Bad freigeschaltet. Yay! Ich will trotzdem mal gucken, wann der Geburtstag hat. Hat hier gar keiner Geburtstag? Nee, das geht so nicht. Da. Ach du Schreck, noch eins, noch zwei. Ach, so lange noch. So, Mona, halt, stopp. Leg das Kind nicht wieder irgendwo hin? So, fütter doch mal dein Kind. So, die Eva rennt hier wieder mit diesem ganzen Müll rum. Die kann hier mal alles wegwerfen. Kitty Cat ist auch im Start. Mona, die muss noch viel lernen, ne? Du kannst hier einmal dein Kind ins Bett bringen. Weil Kind ist müde. Die ist echt, also, ne, die hat's einfach nicht. So, und dann wird sie auch mal duschen gehen und was futtern. Gibt's hier noch irgendwas Leckeres? Wir haben nichts mehr zu... Ah, sie kann sich ja was zaubern, Freunde. Das habe ich ja schon wieder vergessen. Mach doch mal eine große Köstlichkeit. Auch für die Eva mit. So, Eva kontrolliert nochmal, ob alles gut ist. Oh, süß. Was macht sie denn? Das Kind hat geschlafen. Lass das Kind jetzt in Ruhe. Du sollst duschen gehen. Meine Güte. Also als Mutter taugt sie echt nicht, ne? Verstehe das nicht. So, jetzt gibt's eine große Köstlichkeit. Ich bin gespannt, was sie gezaubert. Was ist es? Lammkarree. Hau da mal auf den Tisch. Was soll das hier sein? Frühstücksburrito. So, und dann esst ihr mal zusammen, bitte. Du sollst jetzt, ganz ehrlich, du sollst nicht den Frühstücksburrito essen. So, und vielleicht könnt ihr dann noch mal ein bisschen miteinander reden. Ach, wie schön, die sitzen wenigstens zusammen am Tisch. Perfekt. So, du kannst ja mal fragen, wie ihr Tag war. Ach, das ist gleich Mitternacht, oh je. Oh, neue Familiendynamik, fürsorglich. Würdest du sagen, dass Mona und Eva eine fürsorgliche Familiendynamik besitzen? Ich weiß nicht, also von Eva zu Mona ja, aber umgekehrt eigentlich nicht, oder? Wir können das jetzt nicht differenzieren. Also von Evas Seite auf jeden Fall. Deswegen würde ich jetzt ja drücken, obwohl es von Monas Seite aus nicht wirklich stimmt. Ne? Was ist es?
Der Geist ist da. Jetzt schau. Traurig ist er. Ach nö, komm doch mit an den Tisch. Ich habe übrigens den Schnäuzi platziert in der Welt. Das heißt, wir können ihn jetzt auch besuchen. Ich habe den vielleicht ein bisschen zu schickes Häuschen hingestellt, aber irgendwann muss der ja auch haben, ne? So, ich wollte mal gucken, ob die beiden sich irgendwie noch tiefgründig über Entwicklung des Babys Sorgen machen, aber auf jeden Fall. Also da mache ich mir ja auch schon Sorgen, ne? Und dann entschuldige dich doch nochmal. Ich weiß zwar nicht, wie oft wir das machen müssen. Wir gehen hier nochmal in dieses Profil rein. Schwelender Groll, aber das scheint hier abzunehmen, ne? Wir gucken mal, ob das was bringt, wenn wir uns jetzt nochmal entschuldigen. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass Eva denkt, das sind alles nur leere Worte, die sie sagt. Ne? Also ich glaube, so ganz glauben kann sie das nicht. Aber ich gucke jetzt nochmal kurz in das Ding hier rein. Da, das ist jetzt weniger geworden. Okay, ich würde mich jetzt nochmal bei ihr entschuldigen. Ich hoffe, wir können das jetzt nochmal machen. Nee, können wir nicht. Okay, wir können uns aber nochmal tiefgründig unterhalten. Und vielleicht kann die Eva sich ja auch nochmal entschuldigen. Oh, guck mal, sie kann ihr eine Lebenshilfe zum Thema Familie geben. Das werden wir mal machen. Okay, da ist jetzt irgendwas gerade nicht gut angekommen. Oh, sie kann ja über ihre Ängste reden. Das ist ja schön. Ah, da können wir uns entschuldigen. Okay. Okay, also die Eva gibt dir jetzt noch ein paar Tipps, wie das mit Yaro funktioniert und sagt dir vielleicht auch, dass es nicht so cool ist, dass sie jetzt gleich schon daten geht und dass sie das alles gar nicht so ernst nimmt und dass sie sich nicht genug um den Yaro kümmert und dass sie da sich vielleicht nochmal ein bisschen ändern muss, weil sie wird dann auch sagen, sie ist ja nicht ewig da, ne, dann wird sie ihre Ängste über den Tod mit ihr klären. Ich bin noch nicht fertig, Freunde. Ihr habt schon aufgehört zu reden, ne? So, dann räumt sich hier mal ab. Guter Rat eines Freundes. Ach, wie schön. So, und ich denke mir, die Mona, die sagt sich jetzt, naja, mit dem Kentaro, das lief ja richtig gut letzte Mal. Und vielleicht, ne, kriegen wir den ja rum, dass wir bei ihm einziehen können. Ist ja so ein Vaterersatz für den Yaro. So, aber erstmal schicke ich jetzt alle schlafen. Sie muss gar nicht schlafen, ne? Kann sie noch ihre Fähigkeiten ein bisschen erweitern? Wir haben ja aber schon alles, ne? Sie wird mal ein bisschen zaubern lernen, jetzt wo alle anderen schlafen. Ich schicke mal die Eva aber richtig ins Bett. Ach so, sie schläft richtig. Okay. Oh. Warum bist du denn jetzt bei deinem Kind im Zimmer? Das Kind schläft. Lass es doch mal schlafen. Vielleicht gehen wir auch nochmal ins Reich der Magie und gucken nach diesen Büchern. Dass wir da noch ein paar Zauber mit lernen können. Ins Reich der Magie. So, da sind wir. Dann kann sie doch mal hier unten nach Zauberbüchern suchen. Dann gucken wir gleich mal, wer hier alles so am Start ist. Er hat hier funktionale Magie. Kann er uns noch was beibringen? Oh, bitten, den ultimativen funktionalen Zauber beizubringen. Ja, das machen wir doch direkt. Dann machen wir den Rest mal weg. Da bin ich jetzt gespannt. Jetzt lauft ihr euch auf der Treppe entgegen. Bleibt unten und oben stehen, weil ihr miteinander reden wollt. Und dann läuft sie jetzt gleich wieder hoch. So, immerhin wartet er auf uns. Da ist auch die Elphaba, das ist schön. Mal sehen, was er uns jetzt beibringt. Oder ob er sagt, nee, das reicht noch nicht. Oh ja, super. Jetzt bin ich gespannt, was wir lernen. Mona hat einen neuen Zauber entdeckt. Übergangsritual. Das ging aber schnell. Kann er uns noch was beibringen? Hier ein Rezept wollen wir auch noch haben. Bringst du uns das auch noch bei? Das geht ja schnell. Ich weiß halt nicht, warum sie immer so funkelt, ne? Verführerische Aura haben wir jetzt gelernt. Okay, kann er uns noch was beibringen? Nee, okay. Ich suche mal jetzt noch kurz die anderen. Die waren doch auch hier. Da unten ist sie. Vielleicht können wir sie auch noch mal bitten. Hier den ultimativen schelmischen Zauber und noch... Nee, da können wir keinen Trank machen. Aber egal, wir gehen erstmal runter. Und ich gucke hier einmal ins Buch rein, was wir jetzt gelernt haben. Übergangsritual. Beglücke einen anderen Sim mit dem Geschenk der Magie. Ach so, da kann ich jetzt quasi jemanden zum Zauberer werden lassen. Alles klar. Mal gucken, was wir hier noch lernen. So, dann zeig doch mal, was du uns noch beibringen kannst. Ah, sie hat hier was Neues. Oh, seltsamisieren haben wir. Wir gucken mal rein. Lasse einen Sim auf alle anderen abstoßend wirken. Okay.
Und dann vielleicht noch ein Zaubertrankrezept. Ja, supi. Und ich glaube, wir haben jetzt mit ihr hier so ein Ding bekommen. Nee. Erzwungene Freunde. Ah, das ist ja cool. Ich will mal hier in das Sim-Profil reingucken. Schwer beeindruckt. Ah, okay, cool. Dann hat sie jetzt doch schon so ein paar Freunde. Jetzt ist nicht mehr alles ganz so rot hier in ihrer Freundesliste. Okay, finden wir noch den anderen Typen. So, ich drück mal auf Pause, sonst... Ah, da ist er. Dann frag ihn doch auch noch mal, ob er uns den ultimativen, ungezähmten Zauber beibringen kann. Dann kriegen wir von dem auch noch einen Zaubertrank. Dann haben wir richtig... Oh, da ist Schneuzi, Freunde. Hi. Nee, also, so wie der aussieht, ne? Da passt das Haus überhaupt nicht, was ich hingestellt habe. Ach, nee. Da würde er... Also, zu ihm würde ein Wohnwagen passen, ne? Einfach so ein Biker mit einem Wohnwagen, das würde zu ihm passen, aber nicht die Villa, die ich ihm gerade hingestellt habe. Oh, er kann uns keinen Zaubertrank beibringen. Warum? Kennen wir da schon alle? So, wir haben von ihm jetzt aber Duplikation. Erstelle auf begrenzte Zeit eine perfekte Kopie von dir selbst. Das müssen wir ausprobieren. So, oder du kommst mal hier in die Mitte. Jetzt bin ich gespannt. Magie, Zauber. Duplikation. Ribius, na! Oh. Und nu? Fuiza Garsha Gren, Rixel. Und jetzt? Rennt sie da einfach rum, oder was? Luisa Jansen? Sie hat einen anderen Namen als wir. Aber du machst jetzt hier nicht mit unserem Kentaro rum. Was zaubert sie jetzt? Oh, das ist die böse Seite von uns, die wir gerade rausgezaubert haben. Was tut sie jetzt? Was können wir denn mit ihr machen? Wir können ganz normal mit ihr reden. Ist das komisch? Ist das merkwürdig? Aber... Achso, nee, sie quatscht darum. Okay. Aber warum macht man das? Ich verstehe es nicht. Also wir können sie ja nicht steuern, ne? Und jetzt stehen hier alle um mich rum. Oh Gott, gab es da gerade Beef mit Kentaro? Oh oh. Da müssen wir doch mal ganz kurz... Kannst sie doch mal betören? Wollen wir ihn bitten, unser Freund zu sein? Das machen wir doch mal direkt, oder? Vielleicht können wir... Oh, komm, streicheln ihm mal die Wange. Da freut er sich. Vor allem mit seinem Lipgloss, ne? Es ist einfach... Es ist einfach perfekt. Komm, wir bitten ihn jetzt, unser Freund zu sein. Oh, warum glitsch ich denn hier immer hin und her? Was machst du hier neben uns? Wir haben hier gerade ein sehr wichtiges Gespräch. Ach nee, wir haben ihn schon mal gebeten, unser Freund zu sein. Oh, jetzt will er. Jetzt war ich ganz... Oh. Ah, Persönlichkeitsmerkmal wechseln. Mona kann es nicht fassen. Sie ist verliebt und verspürt das dringende Bedürfnis, sich zu binden und treu zu sein. Kann sie ihre Sprunghaftigkeit ablegen? Oh, das ist jetzt natürlich... Eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht, weil sie muss ja... Obwohl, sie muss ja ihre Typen... Eigentlich, nee. Nee, eigentlich nicht. Sehe ich Mona nicht. Überhaupt nicht. Okay, wir haben jetzt einen Freund. Und kennt der Kentaro eigentlich schon unser Kind? Kind, kennst du Kentaro schon? Dann wird es doch mal Zeit, dass wir ihm unser Kind vorstellen. Warum haben wir das noch nicht getan? Hat sie Hunger? Oh, ich bin gar nicht hier. Nö, sonst hätten wir bestimmt noch Macaroni mit Käse hier oben. Aber dann gehen wir mal wieder zurück nach Hause. Ist jetzt auch der nächste Morgen. Das heißt, die Eva und der Jaro müssten ja dann bald mal wach werden. Denn sie möchte ja nicht, dass es auffällt, dass sie sich wieder nachts weggeschlichen hat und für ihr Kind nicht da war. Sonst wird die Eva... Oh, die Eva ist wach. Oh, oh. Aber sie ist noch in ihrem Schlafzimmer. Okay. Die hat es noch nicht mitbekommen. Dann, Mona, geh mal ganz schnell hier ins Bett und tu so, als ob du die ganze Nacht hier wärst. Ach, das Kind ist schon draußen. Oh, oh, dann war die Eva doch hier drin. Das funktioniert nicht mehr, Mona. Die Eva hat es mitgekriegt, ne? So, und ich will jetzt das Kind aber doch nochmal ins Bett bringen, weil das Kind ist nicht ausgeschlafen. Wir können mit dem Kind gar nichts machen, das ist ja einfach nur müde.
Die Eva möchte jetzt mal über Wurzeln reden. Schön. Bin ich ja mal gespannt, wie das aussieht. Die hat aber einen Hüftschwung, ne? So, okay. Die Eva, die ist hier glücklich in ihrem Gärtchen. Wir haben auch einen Patchy. Der ist aber noch nicht aufgewacht, ne? Erzähl ihm mal ein paar Witze. Und plauder mal mit dem. So, Kind ist... Mona, wo sind deine Arme? Ach, da, okay. So, was ist... Kind ist ja... Oder... Bitte, lege das Kind ins Bett. Sie möchte eine neue Beziehung beginnen. Ja, gut. So, dann mach hier mal die Musik an. Vor allem, ne? Mona, die dreht sich um und geht weg, wenn das Kind anfängt zu schreien. Aber die ist keine gute Mutter. Da kann man mir sagen, was man möchte. Und jetzt nimm ihn nicht hoch. Nein. Achso, du wolltest einen Kuss geben. So, und jetzt kommst du hier runter. Du lässt jetzt das Kind da liegen. Kind soll schlafen. Oh Mann. So, und dann rufen wir mal den Jaro an. Der soll jetzt nämlich mal das Kind kennenlernen. Ich hoffe, er kommt vorbei, weil er hat ja auch die ganze Nacht durchgemacht. Kentaro ist da. Hat er sich wieder schick gemacht. So, dann begrüß ihn doch mal und heute ist der Tag der Tage. Heute wird er unser Kind kennenlernen. So, mach doch mal ein Kompliment über sein super cooles Outfit. Hier, prahl doch mal mit deinem Baby. Das Baby, was gerade schlafen möchte. Achso, ich möchte, dass du den vorstellst. Wie machen wir das jetzt wieder hier? Dann nimm ihn doch mal. Oh, jetzt müssen wir ihn doch aufwecken, ne? Aber gut, er ist immerhin... Der Kentaro ist düster. Ach du Schreck. Nee, Eva? Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Nagende Verbitterung. Wegen Verbitterung gegenüber jemanden in der Nähe. Eva erträgt es immer noch. Ich dachte, wir hätten das jetzt ein bisschen gefixt, ne? So, hier, der schwelende Groll ist ja schon fast weg. Oder gibt's hier noch einen anderen? So, mit dem Jaro ist sie richtig fein. Vielleicht ist auch jemand anders. Die Agatha, nee. Die Agnes, auch nicht. Der Jade kennt sie sich auch schon. So, und mehr gibt's ja nicht. Es muss ja die Mona sein. Mona, wir haben eine Mission. Vorstellen an Kentaro. So. Jetzt bin ich gespannt. Ah, wie eine Familie. Süß. Okay, er weiß schon mal, wie man Kind hält. Kind scheint sich auch hingezogen zu fühlen und er nimmt es gleich mit. Spielt er jetzt mit dem Kind am Puppenhaus? Das wäre jetzt natürlich überragend. Nö, er geht einfach weg und setzt sich am PC. Ah, scheinen beide keine guten Eltern zu sein, also... Das arme Kind, was soll aus dem werden, ne? Nee, ist nicht so gelaufen, wie ich mir das dachte. Meilenstein, erste Besucher freigeschaltet. Klopf, klopf, wer da? Jaro hat zum ersten Mal Besuch bekommen und endlich ein Zimmer aus einem anderen Haushalt kennengelernt. Aber das lief nicht so, wie ich dachte. Oh, guck mal, wir können stehen üben. Kann er denn laufen von alleine? Das gucken wir uns jetzt mal an. Ach, süß. Aber er ist nicht glücklich, ne? Ich glaube, er ist auch müde. Wir werden ihn mal wieder ins Bett stecken. Wir gucken mal, ob die hier im Profil irgendwas haben. Bekannter, weder Freund noch Feind, einfach eine ganz normale Beziehung. Okay. Also immerhin kennen die sich jetzt. Okay. Also, er ist ein bisschen forsch unterwegs, ne? Aber vielleicht dachte er, er muss das jetzt auch tun, um Mona zu beeindrucken, ne? Also, das kann jetzt natürlich auch sein. So, wir machen jetzt einmal hier... Oh, Last Exception. Ach, du Schreck. Wir spielen jetzt nochmal ein Schlaflied. Ich gehe mal ganz kurz auf Speicher, nicht, dass hier noch irgendwas passiert. So, Kind ist weg. Da haben wir's. Legt aber bitte das Kind ins Bett. Okay, also er ist ein bisschen too much, ne? Jetzt kann er seinen Zeh im Mund stecken. Toll. Jaro, also, ich bin begeistert. Ah, wir hätten ihn vorher nochmal füttern sollen, ne? Oh je, das wird jetzt wieder kritisch. So, fütter ihn nochmal. Wir können dann unten auch... Oder wollen wir hier den Hochstuhl hinstellen? Ist nur die Frage, wohin, ne? So, nochmal schnell füttern. Und dann ins Bett legen. Der Clemens ruft an.
Okay, ich weiß, das wird sich komisch anhören. Wir sind befreundet, aber... Nun ja, also gut, ich sag es jetzt einfach. Ich habe mich in dich verliebt. Jetzt ist es raus. Würdest du mal mit mir ausgehen? Du bist so cool, ich möchte wirklich mehr Zeit mit dir verbringen. Jetzt kommt er an. Jetzt, wo wir den Kentaro klar gemacht haben. Der Clemens Frost einfach. Also, ich glaube, die Mona, die wird da schon, obwohl die ist jetzt auf den Kentaro, ne? Oh, das ist jetzt kritisch. Aber warum kommt der denn jetzt? Was machen wir denn da? Also den Clemens, den müssen wir uns warm halten, ne? Aber wir gehen doch, wenn ich jetzt klicke auf, na klar, wir lassen uns zusammen ausgehen. Vor allem, wir sind doch schon mal mit ihm ausgegangen und er wollte uns einfach nicht knutschen, ne? Wollen wir ihn einfach wie ghosten? Ich glaube, die Mona, die würde ihn einfach ghosten. So, erstmal Kind. Gute Nacht, Kuss geben. Und dann später nochmal ein Schlaflied. So, dann widmen wir uns doch nochmal ein bisschen dem Kentaro. Ein Heiratsantrag. Ah, das geht jetzt ein bisschen zu weit. So, wir können ihn mal ein bisschen küssen. Und, biet ihm doch mal eine Massage an. So, ihr Lieben. Und mit dem Bild würde ich den Part an dieser Stelle beenden. Ich freue mich wie immer, dass ihr mit dabei wart. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi.